Fuß als unser. Nur sonst war ein alter Südger Gatte, der im Obst gleich bei uns um die Ecke rum von uns ein großes Gut. Was für gut, so ein Gut, na schon gut, kurz und gut, ein Gut mit tausend Seelen hatte. Was für Seelen? Lass mich erzählen. Das ist russisch, echt russisch, jeder Russen kann ein Seelen, was weiß ich, alle, alle. Und auf dem Gut, seinem Gut, dein Obst gleich beim Imps um die Ecke rum von uns, lebt auch seine schöne Frau. Na, was sonst? Und dass sie schön war, wusste er. Und außerdem noch Jung und Frosch und Grotzblut und Futzen und Mutzen und das besonders Schmutzchen. Ziemlich viele wussten dies ziemlich gut. Von dem Gut ist das Gut gar nicht gut, aber russisch, echt russisch, halt, halt. Stroganow hat viel zu tun am Zarenhof und sonst. Und zu Hause bleibt sein Schusch und bleibt im Obst, bleibt bei uns um die Ecke rum vom Obst. Nicht viel los da im Obst, nicht im Ips, nicht im Obst. Ganzen Tag liegt sie im Bett, das arme müde. Wieso müde, Kind? Fragen Sie Tolstoi. Das ist russisch, echt russisch. Jeder Russe ist ein Mütchen, weiß ich. Hoi, hoi. Weiter wer die Erz, der gesagte Schmutzknopf. Ein Schwein! Vor den Schlitten spannte die schwarze Stute Ranzbucher, die braune Stute Ranzbucher und das Bucher und das Bucher und vorne weg und das Bucher. Und verstrackt und wunderschöne Schuschka hin. Auf das Gut ist das Gut gar nicht gut, aber russisch endlich. Ach, leider bin ich nicht das über den Skandalski. Ich nicht des Grinziowski den Schleier lasse weiß. Denn unverhundet stand in die Türe Strugenhof und aus dem Bett sprang die Palmer im hohen Bugenhof. Antworte und verflüchte bis ich bis 13. Nahmst du nur den Kämpfer oder nahmst du auch die Seele? Und hätte gesagt, der Pimmel fällt der Finster auf. Wenn nichts passiert, was ist passiert mit Ebre, der Schmutz, genau. Tags darauf sitzt Stroganow im Kaffeehaus, was sonst? Und es fragen ihn die Freunde, was war los bei dir in uns? Man hat die Schreien gehört bis ich und einer sagt sogar bis uns. Und man sagt, dass deine Schuschka hat gemacht mit einem Freund ein bisschen Schmuschka. Ein bisschen, hätte ich noch verziehen. Das ist russisch, echt russisch, aber die vertrauen in dein, geht zu wahr, tut mir leid. Ein Filet, aber Rohrrüssel und dazu ein großes Messer. Kann ich zeigen meinen Freunden besser, was ich gemacht mit Schmutzkinoff. Ha! Ha! Und mit dem Messer halb und reicht die Stroganow in das Filet und hin und her und kreuz und quer sieht gar nicht wie Filet aus mir. Und nicht nur gehaut er es in tausend Stücke voller Wut. Ist das gut? Das ist gut. Unser Russ ist echt gut. Stroganow wird gnädig jetzt den Küchenchef zu sich. Hier, mein Freund, mit Dank zurück, das gebeugte Lendenstück, das im Zweikampf wie ein Held den Ehebrecher dargestellt. Aber jetzt trag's in die Küche, Väterchen, du kannst gut sehen, ich kann kein Blut sehen. Auch in Tränen schreien, oh je,
Wer wird essen, das Haschen? Ist er hat den Stutz genommen, aber kein Filet. Ganz erstickt liegt's im Topf, Küchenbub mit rotem Kopf. Fragt, was soll damit geschehen? Was soll noch in hinein tun, Väterchen Koch? Von mir aus, was du willst, du rein, frisst doch kein Schwein. Ob saure Sahne, Zwiebeln, ob Paprika, ob Pfeffer, doch als man auf das Feuer kommt, hat jede Frage, was riecht so gut? Alle Gäste freuen sich schnuppern in den Raum. Ahaha, wie auch, ahaha, für den Baum. So wurde gelernt, von Souper, so wurde